Eieieiei, da hat sich doch bestimmt erst Köderfischangeln hier wieder gelohnt, oder? Dicker Brocken, windet sich die ganze Zeit fast wie so ein Aal. Aber so richtig Power hat er dann doch wieder nicht. Ich dachte erst, es ist ein Wels. Oh mein Gott, Bremse ist auf jeden Fall dicht, 77 Kilo Schnur. Oh mein Gott. Ah, Sonntagmorgen, Kaffee, Angeln, genau das Richtige. So soll das sein. Ich teste mal wieder hier schön entspannt auf Aralbarbe und Co. Und ich habe noch jede Menge halb vergammelte Köderfische übrig. Und die müssen natürlich auch noch alle raus. Von daher mal gucken, was hier auf so einem klassischen Spot an der Achthuber alles läuft. Ah, so, rein da. Attacke Vollgas. Also, drei Ruten draußen. Klassische Stelle für Aralbarbe. Wo auch in den letzten Tagen immer mal wieder die Nachrichten gekommen sind. Alden, Aralbarbe geht. Geht ganz gut. Aralbarben Trophy. Aralbarbe als Beifang. Also so gut wie alles an Infos ist reingekommen über die Aralbarbe. Ja, nebenbei oder hauptsächlich verangel ich hier gerade nicht schlecht. Nicht schlecht. Nehmen wir gerne mit. Hauptsächlich verangel ich hier gerade meine halb vergammelten Köderfische. In den letzten Tagen habe ich immer mal wieder beim Wettangeln und sowas auch immer mal wieder schön Köderfische hergestellt. Und ich habe noch so ein paar halb vergammelte Köderfische. Zum Beispiel gerade noch Gründlinge. Da waren auch noch einige und die kann ich kaum noch erkennen, weil, guck mal hier, genau, minimal noch haltbar. 14% noch frisch, aber funktioniert. Von daher raus damit hier. Zack, locker da vorne rein, wieder in die Reflexion von dem Baum. Dann hat man immer einen schönen Anhaltspunkt und dann weiß man, wo man immer hinwirft. Oder man nimmt hier diese Schilfkante oder das Holz oder so Sachen. Aber grob, die Richtung passt immer wieder auf diesen klassischen Spot hier. Da ist er. Und zwar direkt hier unten in diese Kurve. Hier wollen wir rein. Das ballert immer wieder, allerdings auch immer mal wieder für fette Störe. Also auch hier werden immer mal wieder Störe gefangen, beziehungsweise auch hier gegenüber ist, glaube ich, eine Stelle, die von den Beluga-Störanglern immer mal wieder verwendet wird. Wenn mich nicht alles täuscht, war das hier. Wenn du Beluga-Störangler bist, gerne mal bestätigen oder sagen, ob das hier war oder ob das hier weiter oben war. Wenn mich nicht alles täuscht, war hier immer mal wieder auch Beluga. Und ja, hier können eben auch die dickeren Dingers reingehen. Und guck, gerade eben erst ausgeworfen und sofort wieder Biss. Allerdings haben wir hier im Moment auch ganz viele olle Döbel. Da ist er schon wieder. Die jetzt hier gerade die Köfis wegfressen. Mir ist es gerade relativ wurscht. Na klar, nehme ich dann natürlich lieber einen Sterlet mit raus, statt einen Döbel. Aber damit ich hier wenigstens die ganzen halb vergammelten Gründlinge loswerde, ist das doch soweit schon mal ganz gut. Vielleicht werfe ich auch gleich mal einen Frosch rein, oder? Frosch, guck mal hier, wieder einer. Genau, auch 14%. Frosch wäre doch auch vielleicht nochmal eine Option. Verwendet man, glaube ich, viel zu wenig auch auf so ganz große Brocken. Allerdings muss man da auch ein bisschen vorsichtig sein, immer mit dem Hecht. Das ist natürlich auch so ein Ding. Gucken wir mal kurz rein. Also, so sieht es gerade aus hier. Alles, was nicht Aaland oder Döbel ist, beziehungsweise gerade ist ja noch ein Sterlet auf Köderfisch reingegangen, die ganzen Wildkarpfen zwischendrin waren alle auf der anderen Route mit einer ganz klassischen Köderkombination. Also hier schön rein mit Krabbe und Muschel, beziehungsweise mit Flusskrebs mal wieder. Flusskrebs einfach super wichtiger Köder hier an der Achthuber. Muss man einfach immer wieder mit verwenden. Und ja, das teste ich natürlich für die ganz klassische Kombination hier auf Aralbarbe. Wetterbedingungen sind eigentlich nicht so ideal. 40 Grad. Das ist schon krass. 40 Grad warm, es ist gerade wirklich, also richtig warmes Wetter.
Die letzten Tests hatten eigentlich eher gezeigt, Aralbarbe bei bewölkt bis regnerisch, aber auch eher ein bisschen kühler. Da lief die an für sich immer so ein bisschen besser. Ob da jetzt überhaupt was reingeht, ich bin gespannt, aber man muss es ja ausprobieren. Einfach mal wieder testen. Und wenn jetzt hier überhaupt gar keine Aralbarbe geht, ja, ob es dann am Wetter liegt, schwer zu sagen immer. Oder einfach nur an der Köderkombi. Ich sag mal, irgendwie ein oder zwei sollten noch reingehen. Das Ding ist ja nicht so häufig. Aber mit Glück ballert die halt immer mal wieder rein. Wie gesagt, und an für sich besser bei Regenwetter. So, jetzt gucken wir gerade mal. Ist da schon was dran? Ja, tatsächlich. Irgendwas Winziges wieder. Also, hier ballern tatsächlich... Oh, guck mal. 129. Bisschen größer als der Köderfisch. Bisschen größer als der Gründling. Aber wenn man hier schön mit Gründling auf Sterlet gehen kann, wäre das natürlich auch nicht schlecht. So, wieder mal gucken. Ist hier wo einer drauf? Habe ich noch einen, der nicht komplett vergammelt ist? Nee. Das heißt, jetzt nochmal testen. Geht vergammelter Gründling? Ich werde es nochmal rauswerfen. Denn auch da gab es jetzt zuletzt immer wieder Meldungen, dass eben auch komplett, also 0% Haltbarkeit, 0% Haltbarkeit trotz allem noch funktionieren soll beim Köderfischangeln. Und wenn das wirklich so ist, wenn wir jetzt hier Bisse generieren und das tatsächlich einigermaßen gut funktioniert, das muss ja auch noch sein, dann ist das ja durchaus mal eine Option, dass man seine alten, vergammelten Köderfische verangelt, vielleicht dann in gute Sterlets umwandelt. Das ist doch gut investierte Zeit. Vor allem, wenn man mal nebenbei noch ein Käffchen trinkt, erstmal schön auf dem Sonntagmorgen. Ah, dann kann man noch mal entspannt nebenbei seine ollen Köderfische verangeln. Die vergammeln. So, machen wir so. So, ein bisschen straff ziehen. Ja, vom anderen Setup her ist natürlich klassisch, ne? Wie gerade schon gesagt, Flusskrebs immer absolut wichtig. Krabbe und Muschel funktioniert auch immer richtig, richtig gut. Kann man auch immer gut nehmen. Und Flusskrebs als Dip. Ich habe hier jetzt eine Aral- und Sterlet-Futtermische mit drin. In Kombination Rapsamen als Basis, gehackte Würmer mit drin. Das triggert natürlich auch immer so ein bisschen die Wildkarpfen. Ist aber nicht schlimm, die bringen ja auch ganz gut Cash. Dann sind hier Flusskrebs-Feedpellets mit drin, getrockneter Krill, die Wandermuschel und nochmal auf Flusskrebs das Ganze hier eingestellt im Aroma. Und ja, das passt, glaube ich, so ganz gut. Wenn die Köderfische gleich alle durch sind, wechsle ich hier auch gleich nochmal zwei weitere Montagen im Test. Auch da nochmal eben weiter gucken, was da so geht. 1-0er Haken hier erstmal nur. Ein relativ großes Blei, weil hier die Strömung halt auch trotz allem, auch wenn es der Seitenarm ist, wir haben hier eine heftige Strömung, deswegen... dass das nicht so ganz wegtreibt alles, dann dementsprechend halt ein bisschen schwereres Blei. Und dann, ja, wie gerade schon gezeigt, auf der Map eben in diese Rinne da reinwerfen. 15 Meter, manche werfen auch auf 17 Meter, manche testen es auch einfach wieder. Manchmal läuft es auf 17 Meter besser als auf 15 Meter. Also auch da ruhig ein bisschen Variation reinbringen und ausprobieren, wenn das eine nicht so klappen soll. Tendenziell, wie gerade schon gesagt, ist das nichts... für mal eben schnell den Kescher voll, mal eben schnell auf Masse, auch wenn das jetzt hier so in den 20 Minuten gar nicht verkehrt aussieht. Aber es sind natürlich auch diese Köderfische, es sind ein paar olle Döbel, die kannst du natürlich auch eher mit einem Spinner fangen, als mit einem teuren Köderfisch sozusagen. Da muss man keinen Köderfisch für opfern. Aber eben die Chance auf einen schönen Sterlet oder vielleicht sogar wieder einen Scherk oder sowas, also einen seltenen Stör, das wäre natürlich schon gut. Also die Chance muss man halt dann immer mal wieder wahrnehmen und testen, wenn man diese Köderfische halt hat. Ich habe noch ein paar andere Köfis. Von daher muss ich die gleich auch nochmal eben testen. Ich glaube, es sind auch ein paar Giebel da. Und dann geht es natürlich dick rein. Ja, auch die einigermaßen vergammelt schon. Also der ist schon fast durch. Ich glaube, so viele sind es gar nicht. Ein paar Giebel, vielleicht noch ein paar Rotaugen. Also alles, was man halt so in den letzten Tagen, was da so anfällt. Und dann kann man das schön mal rausballern hier an der Auchtuber
auf die dicken Brocken. Und weißt du was, bevor ich jetzt hier die Gammligen reinschmeiße, nehme ich erstmal noch die Halbgammligen. Denn die verlieren ja dann irgendwann den Status halbgammlig. Na siehste, da ist er auch schon. 13% Haltbarkeit noch. Also, immerhin noch frisch. Immerhin noch frisch, so kann das sein. Was heißt frisch? Immerhin noch nicht komplett vergammelt. Und dementsprechend... So, weiter testen. Auch hier natürlich wieder ganz klassisch von den Uhrzeiten. Morgenstunden, Abendstunden sind natürlich dann immer wieder der Burner. Für den Wels natürlich eher Abendstunden bis nachts in den Morgenstunden. Das klappt natürlich am besten. Aber ansonsten heißt es hier einfach wieder testen, testen, testen. Probieren, was geht. Und dementsprechend werde ich hier auch noch ein bisschen weiter rumprobieren und gucken, was hier alles reinballert. Vielleicht geht ja noch ein bisschen was Interessantes rein. Ja. Köderfische verangeln, nebenbei Aralbar besuchen. Und ich vermute tatsächlich bei den Wetterbedingungen, das ist zu warm. Mir fehlt hier der Regen, kühl, am besten um die 35 Grad Regen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Vielleicht sogar eher noch unter 35. Häufig haben wir nach Tuba um die 33 Grad. Und das ist hier heute, es ist eine richtige Warmphase. Das ist, glaube ich, für die Aralbar einfach zu viel des Guten. Von daher gucken wir. Einfach wieder testen. Vielleicht bietet es ideale Bedingungen auch für Sterlet jetzt bei dem warmen Wetter, wenn man hier eher im flachen Bereich ist. Wenn man es nicht probiert, wird man es nicht rauskriegen. Von daher ab ans Wasser, testen diesen klassischen Spot und einfach mal ein paar olle Küfis verangeln und gucken, was damit reingeht. Na guck, und der nächste, der sich zumindest gut bezahlen lässt. Also, oder in Silber umwandeln lässt. Also, halb vergammelter Köfi im Tausch gegen 2 Kilo Zander. Auch das nehmen wir natürlich gerne mit. Und auch hier jetzt rein in die größeren Köderfische bis hin zum Barsch. Ne, guck mal, Kaulbarsche, Lauben habe ich auch noch. Hervorragend. Also, ich finde, das macht sogar Bock, ey. Einfach so gucken mit den ganzen, das sind jetzt von den letzten 3 Tagen, glaube ich, gesammelte Köderfische. Wobei ich gestern gar keine gesammelt habe. Die sind also 3 Tage alt. Man kann tatsächlich hier schön auf die ollen Köderfische noch ein bisschen was angeln. Richtig, richtig nice. Nebenbei hier eine Rute vielleicht dann, wo man sagt, okay, hier geht vielleicht noch was anderes drauf. Genau, Wildkarpfen. 6 Kilo lohnt sich auch. Also, kann man machen. Schön wieder raus hier mit der Futtermische. Die anderen Köder zeige ich gleich am besten nochmal eben. So. Die anderen Köder-Kombis machen wir mal eben auf einem anderen Setup. Da muss ich jetzt hier nicht umbauen. Pellet-Pellet-Kombination kann man sehr gut nehmen. Und zwar mit Fisch 14 und Flusskrebs. Das natürlich dann auch wieder entweder mit Flusskrebs oder mit dem Krabbe und Fisch. Mit dem Dip, also die beiden Dips eben als Variation. Dann hat man eben hier schön komplett Krabbe und Flusskrebs. Oder man macht da die Variation auch klassisch wieder mit Pellet und Boily. Natürlich immer mit Krabbe, Muschel, Soluble, weil Krabbe, Muschel, Soluble einfach immer ein Kicker ist. Diese auflösenden kicken immer richtig gut rein. Und dann auch hier unten mit Krabbe und Fisch. Das heißt, wir haben doppelt Krabbe. Dann nehmen wir natürlich nochmal die Krabbe am besten irgendwie als Aroma mit rein. Oder eben auch hier wieder Fisch und Krabbe mit rein als Aroma. Und dann hat man eben hier, so, wo haben wir Krabbe und Fisch, komplett 3-mal die Krabbe mit drin. Und dann hat man hier schöne Variationsmöglichkeiten, die eben auch richtig gut funktionieren. Eieieiei, da hat sich doch bestimmt erst Köderfischangeln hier wieder gelohnt, oder? Dicker Brocken windet sich die ganze Zeit fast wie so ein Aal. Aber so richtig Power hat er dann doch wieder nicht. Ich dachte erst, es ist ein Wels. Oh mein Gott, Bremse ist auf jeden Fall dicht, 77 Kilo Schnur. Oh mein Gott, jawollo. Oh, ist das ein Beluga? Der hatte diesen bösen Blick. Es ist ein Beluga, ich sage doch, 34 Kilo Beluga mit dem bösen Blick. Alter, und das auf Laube. So, und da haben wir wieder irgendwas Kleines auf Kaulbarsch diesmal. Einen Barsch natürlich. Ich baller die jetzt hier alle durch.
alle Köfis, die ich noch so habe. Also, wenn es dir geholfen hat und gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Das gefällt mir mega und hilft mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream wieder. Jeden Tag ab 19 Uhr. Und jeden Tag gehen wir natürlich auch immer wieder rein, so ein bisschen in RF4 und angeln und testen weiter. Bis zum nächsten Mal. Petri.